Guten Abend, liebe Kunden in erster Linie, Mitarbeiter, Gäste, Freunde, Freunde des Hauses vor allen Dingen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr darüber. Wir haben ein sehr, sehr spannende 12 Monate hinter uns gebracht. Wir haben in Summe 24 neue Mitarbeiter bei uns begrüßen dürfen. Wir haben unser erstes Projekt gemeinsam mit einem Partner realisiert in den USA. Wir haben auf der anderen Seite auch das erste Projekt in Südostasien und ich freue mich auf die nächsten 12 Monate hier. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Qualisoft bedanken. Qualisoft hat uns die Homepage der Kinderburg Rabottenstein pro bono erstellt. Die Kinderburg Rabottenstein unter www.kinderburg.net ist ein Produkt der Qualisoft und da sind wir ganz stolz. Diese Partnerschaft mit Qualisoft ist nicht erst seit der Kinderburg vorhanden. Wir sind schon seit Jahren ein Partner von Qualisoft. Ich erinnere an die Karte der Hilfsbereitschaft, die wir gemeinsam entwickelt haben, wo wir DeFi-Standorte, wir waren sozusagen der Pilot, der heute eigentlich für ganz Österreich dazu dient, dass man rasch, schnell Hilfe leisten kann. Auch hier hat Qualisoft einen entsprechenden Beitrag geleistet. Diese Sommerfeste organisieren wir schon seit 10, 12 Jahren. Bis jetzt immer in Kombination mit einer Ausstellung, mit einer Vernissage. Wir behandeln dieses Thema Kunstförderung, auch Initiativen in Kunstinnovation etc. mit einer sehr hohen Priorität, mittlerweile auch auf einer ziemlich soliden Ebene. Deswegen haben wir uns so entschieden, dass wir dieses Jahr die zwei Veranstaltungen, eben Vernissage und Sommerfest für unsere Kunden trennen und eine ganz große Vernissage im kommenden Herbst, sprich im Oktober, organisieren werden. Das habe ich frisch gekauft. Aus Schweden kommt das. Heißt Björn. Ikea. Das ist jetzt aber schon zusammengebaut. Da sind die Enden schon an den Enden. Da ist die Mitte schon in der Mitte. Wenn man das allerdings neu kauft, Sie müssen sich überlegen, welche Mitte, welche Ende wollen Sie haben. Das ist natürlich sehr, sehr flexibel mit den neuen Ikea-Qualitätsprodukten. Gibt es kein Ikea, gibt es keine Wohnzimmer in Wien. Man sucht sich eine Mitte, man sucht sich ein Ende, baut das zu Hause zusammen, hat dann am Ende die Enden an den Enden, die Mitte in der Mitte. Haben Sie noch Fragen dazu bis jetzt? Sie erleben eine klassische optische Täuschung, eine sogenannte Illusion. Vor Ihren Augen wird diese Zeitung kaputt gemacht werden, zerrissen, zerfetzt in viele, viele Teile. Das ist aber nur eine Illusion, denn die Zeitung bleibt trotz all dem, was Sie hier sehen, ganz und in einem Stück, wenn es auch auf den ersten Blick nicht so aussieht. Ja, das mischt sich ein bisschen, das A und das U, da weiß man nicht genau. Da sind Sie noch nicht ganz eins. Ist auch ganz klar, weil das Geräusch
hört sich real an. Man fühlt hier, fühl mal, wie wenn das ein Teil wäre. Wie wenn das ein Teil. Es sind aber trotzdem immer noch eine Zeitung ganz und in einem Stück. Wenn es auch nicht so aussieht, sie ist immer noch ganz und in einem Stück. Sehr gut. Frage ins Publikum: Wer glaubt meinen Worten? Wer glaubt, die Zeitung ist ganz und in einem Stück? Hand hoch. Okay. Wer ist der Meinung, sie ist zerrissen? Viele, viele Fetzen, Hand hoch. Gegenprobe: Wer zeigt bei solch dummen Fragen sowieso nie auf? Ja, das ist immer. Lange Rede, kurzer Sinn, die Auflösung. Meine Damen und Herren, die Wahrheit. Die Zeitung ist selbstverständlich immer noch ganz und in einem Stück. Vielen Dank. Okay, war einen Versuch wert. Vielleicht doch den Beweis, dann geht's besser. Ganz in einem Stück. Willkommen.